Das ist die pure Ideologie der schwäbischen Hausfrau und die Kittelschürze hat sich hier Christian Lindner umgewickelt. Was ist zu tun? Der Staat muss klug investieren. Man kann sich nicht aus einer Krise heraus sparen. Man muss jetzt als Staat auf die Gaspedale treten, damit man rechtzeitig aus der Krise kommt, ehe die Inflation wirklich alle fundamental trifft. Liberale, Konservative, aber auch Linksliberale haben schon immer das Momentum nutzen können, um irgendwelche Kürzungsszenarien durchzudrücken auf Kosten derer, die wenig haben. Und ein solches Momentum erleben wir auch jetzt wieder. Wir sollten uns auf diesen Krisendiskurs überhaupt nicht einlassen. Jetzt ist es an der Zeit, mehr zu fordern.